Aber findest du, dass jetzt gerade ein großer Unterschied ist zwischen 200 bis 300? Nein, eigentlich nicht. Also Unterschied merkst du schon ab 60, 70, da merkst du schon einen riesen Unterschied. Und dann vor allem, wenn es dann über 280 bis 290, da merkst du auch wieder einen riesen Unterschied. Boah, wenn du bei die Endgramme schaust und hingehst da auf Vorschau, na Alter, Sommergewitter, die Waffe hört sich geil an. Da kannst du gleich die Ursachen kriegen. Ich habe mir auch überlegt, ob soll ich einen zweiten Charakter starten, aber irgendwie finde ich das irgendwie zu zart. Irgendwie zart, wenn du schon so viel mit dem einen begonnen hast und dann mit dem nächsten oder so. Aber Nicht ich. alles von vorne. Ja, das ist ja das. Aber was sagst du dazu, dass eigentlich quasi einen Neustart gemacht haben, also dass du wirklich wieder von null beginnst? Wann? Also, ich meine, bei Destiny 2, wenn du jetzt, sagen wir jetzt schon 400 Stunden bei Destiny 1 gespielt hast und dann plötzlich musst du auf null beginnen wieder. Ja, ist auch ein bisschen blöd. Auf der einen Seite, ja, okay, ich kann es mir recht gut verstehen, wegen die PC-Spieler und so, weil es ja auch von null beginnen Gerechtigkeit, was der so ein Blödsinn. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, du hast nichts davon. Du hast so viele Stunden investiert und so, und im Endeffekt kriegst du einen feuchten Händedruck Ja. von den Entwicklern. Ja, wow, danke schön, dass du Destiny 1 gespielt hast. Leck uns am Arsch. Genau. Und was jetzt? Das Automatikgewehr schaut gerade geil aus bei mir. Ich glaube, wir müssen drin bleiben, oder? Ah. Die Warte Männer kurz, haben es ich schau, auch dass ich komme. Warte, überpowert. ich mache mich unsichtbar und komme zu dir. Wenn es geht. Scheiße, geht noch nicht. So. Boah, die Scharfschützen sind schon manchmal sehr heftig. Den haben es wirklich extrem überpowert. Na, immerhin, dritter ist auch dabei. Ja, genau. Ja, voll beim Nachtpirscher kannst du dich hier unsichtbar machen. Nicht jetzt gerade bei meiner Klasse, ich Trottel. Hätte ich den Nachtpirscher nehmen müssen. Ja, aber das mit den Nachtbüschern haben sie irgendwie auch eine Urscheiße gemacht. Ja. Ich finde, ich habe mir früher leichter getan beim Schießen mit dem Bogen. Jetzt tue ich mir irgendwie so komisch, so einfach irgendwie nur noch. Oh, eine Kram. Jawohl. Was kann ich nicht nehmen? Was soll das Scheiß halt? Na, Destiny 2 selber werden kontaktiert. Bravo. Oi, oi. Bei mir ist gerade noch nichts. Oh ja, jetzt geht's. Jetzt geht's hin. Oh. Ich dachte schon, sieht das so aus. Aber kommt's dir nicht auch irgendwie so vor, wie würden sie eigentlich quasi so ein bisschen jeden Planeten so nachmachen wie den Mond? Merken wie den Mond. Ja, weißt du, diesen Untergrund, weißt du, was ich meine? Wo du immer Achso, da so ja. herumgegangen bist. Nicht den oberen Bereich, sondern den unteren Bereich, wo du dich immer durchgemetzelt hast. Ich finde, sie probieren den überall nachzumachen. Auf so die ein oder andere Art. Weil immer irgendwie unterirdisch, bei jedem Planeten, immer irgendwas.
Oh ja. Nein, ich nicht, aber ich kann den jetzt nicht wiederbeleben. Boah, gute Maschinenpistole. Ich habe auch so eine exotische Maschinenpistole, aber da geht die Muni immer urschnell aus. Oh. Die ist urstark, aber ja, die Muni halt. Das ist denn wieder Arsch. Maschinenpistole wäre urgeil, Alter, mit 60 Schuss, Alter. Bist du deppert? Ja. Das wäre übelst nice. Weil die 30 Schuss teilweise sind einfach viel zu wenig. Die Harpien sind aber auch verwandt. Boah, das wäre jetzt schon wieder knapp, oder? Ich wäre schon wieder fast gestorben, und weil die Gegner wieder hinter mir waren. So, jetzt nehme ich einen Lagram. Nein. Nichts runtergefallen. Ha, jetzt habe ich mir da gehabt bei der kleinen Mini-Brücke, oder? Kann ich da jetzt runterfallen oder nicht? Oh fuck! Genau getroffen. Mich jetzt voller Wäsch getroffen, Alter. Bin nicht mehr ergangen zwar, aber voller Wäsch getroffen als mich. What the fuck, wo bin ich da jetzt da? Na super, der letzte Hüter auch noch. Ja, aber ich wollte einen wiederbeleben und bin dann in so einer Parallelwelt gelandet. Ja, aber das Praktische ist, wenn die bei mir spawnen, weil ich hab das schon geschafft. Das wird chillig. Nur darf ich halt nicht mehr gehen. Ja, 10 Sekunden. Bist bei mir oder? Bei dem einen bin ich. Nein! Ah, ist jetzt eh passt. Okay, gut. Na passt. Let's go! Hab ich schon fast alles gemacht. So, ich bin einmal bei deiner Plattform.
So. So, passt 3 von 3 und weiter geht's. Oder auch noch nicht. Warum fällt da nichts runter? Kein Anagramm, gar nichts. Die könnten ruhig auch mal ein bisschen wieder Loot droppen lassen, eigentlich. Ja, schon. Also schaust, wie viel Arbeit das ist. Irgendwie waren die Strikes früher irgendwie, glaube ich, kürzer, aber deswegen ist es am Anfang. Ich meine. Ja, ich glaube, früher ist man immer so ein bisschen so durchcrushed oder so. Ja. Und es kommt doch einfach so nur so ein vor, weil es die ganze Zeit jetzt immer Destiny 2 spielst und du musst es irgendwie immer vergleichen mit dem 1er Teil. Kann auch sein. Dass es jetzt einfach nur so vorkommt. Käfig dich! Warte kurz, ich schau. Das geht leider nicht. Warum wurde ich gleich ganz an den Anfang wieder teleportiert? Bist du deppert, ich renne einfach durch. Ja, fast mein Gang, aber ich bin durchgerannt. Ja, wirst sich eh bei uns spawnen. Gibt das eh. Gibt's denn jetzt schon wieder der letzte Hüter? Wie lange passt noch? Bin schon da. Passt, super. Wow! Mhm. Das wird ein bisschen was. Wird ein bisschen dauern. So, Hauptsache der Große ist gefickt. Das ist wichtiger als wie die scheiß Huns verschissenen Huns-Sniper, oder? So, hacken. Wow. Wer ist gestorben? Ja, ich tu mir eh grad wie belohnt. Passt schon. Wow, was war das, Alter? So, jetzt probiere ich, dass ich die scheiß Hund-Sniper da wegkrieg. Ja, die Sniper sind auch normal. Perfekt. Unten sind aber auch noch welche, was weißt du, gell? Mhm. Wow. Ja, ich tu mich da mal kurz unten durchkämpfen, was gibt's denn, das sind nur viele. Weil falls wir runterfallen oder sonst irgendwie und fast beim Sterben sind, oder? Gehen wir da auch noch unten mehr. Die ist bei der rechten Seite. Oder bei mehreren Seiten einfach. Der scheiße Job, Mann. Perfekt. Gut gemacht. Was wird? Das schaut geil aus. Oh, der Sprung ist jetzt so geil. Oh, keine Grube. Einfach runterspringen. Ich Dummerchen, da ist der See. Wow. Meine Projektion zeigt, dass du den synoneuralen Terminus im Zentrum des Sees erreicht hast.
Vielleicht ist das eine Metapher. Ich tue einfach mal währenddessen nachladen beim Runterfallen. Nice. Bam. Oh, das schaut geil aus. Schön brav aufs Köpfchen. Mhm. Opa, wo ist er jetzt? Andere Seite. Oh, wir werden von der Seite aus. Achso. Na, jetzt musst du erst einmal die ganzen Gegner mal machen. Und dann kannst du mir wieder angreifen. Ah, muss in die Kreise da. Ah, okay, warte, ich komm wieder. Also wahrscheinlich dieses Aufladen, bla bla bla, und dann passt es dann schon. Ja, er kann durchschießen, wir nicht, ne? Kopf. Das einzige, was gut um die Tarnis ist, dieser Schild. Den hab's. Ja, das ist schon irgendwie geil. Und der Hammer. Der Hammer ist aber auch übelst ab. Überpowered teilweise. Wenn es den gescheit nützt. Das Schild da, oder was hat er da noch? Schild, Hammer und. Boah. Faust, glaube ich, oder? Na, der hat die Kuppel da, der kann sich, der kann ja quasi so eine Kuppel machen, wo er geschützt ist von den Gegner. Genau. Weil der Typ ist ja Titan. Wow! So, jetzt haben wir die Kleinen. Aber ich habe fast keine Munition mehr. Schon wieder mal. Einziger Vorteil am Scout-Gewehr ist, dass du Headshot machen kannst immer. Mhm. Gegner. Ich habe auch einen Revolver, aber der tut wenig Muni. Ja, Alter, immer nur 8 Schuss und so ist er schon wieder gleich wieder weg. Ja, und der Reserve hast auch nur 100 Schuss, obwohl es 500 brauchst. Genau. Ist der Wichser da? Boah, der scheiß Hafen. Die sind dann immer auf der Seite und boah. Ja. Ah, oh, immer mit einem scheiß Hundslaser, Alter. Ach, fuck, Alter. Probier, dass ich zu dir komme. Der tut sich eh sicher gleich teleportieren, wenn ich immer abschieße. Komm ich schön langsam zu dir. Pass auf, wenn der dich erwischt, fliegst weg. Ja, ich hab's gemerkt. Fuck. Es hätte sich ausgekennt, dass ich vielleicht auch überlebe. So, bin ich ja da. Bist du jemand ein Schuss und bist schon wieder fast down, Alter. Von dem Typen, Alter. Letzter Hüter. Nein. Aufpassen. Kann schon reintreten? Ja, kann schon. Passt. Du auch gleich den Typen wiederbeleben. Perfekt.
So, der erste Strich ist einmal weg. Halt, ich meine, der zweite ist auch schon mal weg. Jetzt fehlt nur noch einer. Dann haben wir das Arschloch eh schon. Na, her aus. Oha. Jawohl. Perfekt. Na, hoffentlich kriegen wir jetzt endlich was Geiles. Ich hätte jetzt eh gesagt, das können wir auch ruhig. Bam! Da ist ein bisschen was rausgekommen. Er ist futsch. Also, too low. Too low. Also, wenn es wie ist, können wir schon dann zum Turm reisen. Ja, kann man machen. Na, diesmal nur einmal was Gescheites. Was sind Kinetikwaffen? Kinetikwaffen sind... Warte. Das zweite, oder? Ja, das zweite, aber das ist das mit diesen... Du musst laden und dann schießt er erst. Mhm. Also du musst immer diesen Schuss aufladen. Ja. Irgendwie finde ich das dann aber urscheiße, dass vorher eigentlich die Farm die ganze Zeit gehabt hast und jetzt hast du im Endeffekt eh wieder den Turm und den Turm haben sie irgendwie so unspektakulär rüberbracht jetzt, finde ich. Mhm. Hm. So. Das ist gut. Und 3 Endgramme habe ich. Da könnte schon irgendwas Geiles dabei sein. Wow. Hoffen wir es mal zumindest. Oh, jo, ich habe eine neue Pistole, die ist aber gut. Schlagkraft, oha. Pistole oder Hand? Pistole. Die Handfeuerwaffe. Pistole. Okay. Ja, Pistole, mit denen kannst du urschön schießen, so ganz schnell und so, das ist schon geil. Aber ist auch nur. Blau, ich brauche nicht mehr Lilane. Mhm. Die Lilane kannst du immer noch upgraden, die blauen nicht. So, 271. Zerlegen. Gibt's da. Na, dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Geiles kriegen. Poststelle wie immer, irgendwas Komisches, irgendwas, was du einfach nicht brauchst. Ja. So, gehen wir mal zuerst zur Vorhut. Was kann ich für dich tun, Hüter? Danke, dass du beim Eververse eingekauft hast. Naja, leider nicht gerade wirklich viel, aber immerhin ein bisschen. Geht sich nicht aus, mir fehlen noch 4-5 Token. Achso, bei Vorhut oder was? Ja, fuck it. Ich bin fertig. Also eins habe ich und fast wieder bei der Hälfte bin ich. Und irgendwas Geiles, Seltenes habe ich gekriegt. Also Legendäres sogar. Energiewaffe, also der Icarus trifft der Panzer, bla bla. Zurück von der Jagd, wie ich sehe. So, und jetzt noch Waffenteile. So, und jetzt kommt die Engramme. Boah, könnte was Geiles dabei sein. Oh, neues Schwert habe ich. Das war's. Maschine, Pistole. Passt. Kann man lassen. Automatik wäre perfekt. Ah, da ist schon mal was Gutes dabei. Jetzt nicht gerade wirklich extrem hoch, neu oder sonst irgendwas, sondern nur ein bisschen halt. Schrotflinte brauche ich nicht, weg damit. So, Schwert upgraden, yep.
So, was habe ich da noch? Bleib hier auf der. Und wer hat jetzt gewonnen? Pass auf dich auf. Perfekt, Alter, perfekt. Jetzt bin ich von 225 auf 229 raufgeschossen. Passt. Und sogar zwei nice Waffen, also klar mal Maschinenpistole und Automatikgewehr. Perfekt. Steht voll auf Symbole, oder? Warlocks, Titanen, doch. Toter Orbit, Eisenbanner, keine Ahnung. Gib auf dich acht, ja? Ich weiß zu schätzen, was du sagst, Tyra. Danke. Ja, wir sprechen uns morgen wieder. Entschuldige, ich war in Gedanken. Wie lange spielst du noch? Weiß nicht. Wie lange willst du noch spielen? Ich müsste dann jetzt da essen gehen, deswegen. Okay, passt, dann hören wir auf. Dann würde ich sagen, hören wir sich und ciao.